Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Heute geht es um die Tokens. Mittlerweile wollen wir die ja langsam mal einsetzen. Die Pick'em-Phase ist vorbei. Die einen haben mehr oder weniger Tokens erhalten. Und jetzt kann man sich die ja einlösen. Ich habe gerade gestern einen Token eingelöst. Da habe ich ein Kistelchen, hallo, rausbekommen. Das werde ich gleich noch aufmachen. Ich habe noch 2 Token übrig, habe aber auch schon 2 andere benutzt. Also ich hatte insgesamt 5 Stück. Da kam einmal die hier raus, um das kurz noch zu zeigen. Yay. Und danach dann diese hier. Juhay. Die machen wir, wie gesagt, gleich auf und es wird auch heute eine Case im Giveaway geben, also hier unter dem Video. Also grundsätzlich, wenn ihr die einsetzen wollt, wurde mir gesagt, soll man das am besten auf das 2 machen oder auf Ancient oder auf Vertigo oder auf Mirage. Denn das sind gerade die neuen Kollektionen, die man dann damit erhalten könnte. Natürlich kann es darum dann aber auch sein, dass eine Map wie zum Beispiel Nuke, also die Souvenir-Case, die daraus dann entsteht, dass die vielleicht demnächst mehr wert ist, weil die meisten nicht auf Nuke gegangen sind und es da dann eine viel geringere Stückzahl geben wird im Markt. Also es kann sein, dass so eine Nuke-Dingenskirchens dann trotzdem nochmal etwas mehr wert wird. Von den Teams her kann man natürlich auf Navi gehen, da sie ja gewonnen haben, oder G2, aber es ist natürlich wichtig, was euch gefällt, also an Stickern, die dann schlussendlich auf den Waffen drauf sein sollen. Ich werde jetzt also 2 Tokens reinsnacken und zwar werde ich hier einmal auf dieses Spielchen gehen, das 2, die hole ich uns raus, so, yes. Bumm, juhu. Und dann hole ich noch eine Mirage raus. Oder Vertigo, hatte ich Vertigo schon? Auf Nuke will ich eigentlich nicht spekulieren. Also, man kann das natürlich machen, aber da ich jetzt auch eins verschenken will und die anderen aufmachen will und ich euch jetzt nicht den Nuke-Spekulation schenken will, gehen wir auf Mirage einfach und holen uns einfach das Teil hier. So, jetzt haben wir unsere Token alle verbraucht. Man kann natürlich noch welche nachkaufen, wenn man unbedingt will, aber das würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Ja, und jetzt öffnen wir, ich öffne die beiden Kisten jetzt noch direkt und die da, die baller ich euch einfach hier unterm Video in dem Giveaway raus. Wenn ihr bei diesem Giveaway mitmachen wollt, dann seid ihr einfach jetzt eine Woche lang so aktiv, wie es bei euch geht. Also einfach unter den Videos kommentieren, die Videos natürlich auch anschauen, das ist klar. Und auch gerne im Stream vorbeikommen. Und nächste Woche Mittwoch werde ich dann den Gewinner in Video, also in Videoform einfach bekannt geben. Der wird dann einfach in dem Video genannt, das nächste Woche Mittwoch kommt. Und der muss sich dann nur noch unter dem Video melden in den Kommentaren. So von wegen, hey yo, ich bin der Gewinner und ich würde gerne meinen Gewinn abholen. Also, dann mache ich mal diese hier auf. Ihr wisst ja, ich habe immer absolutes, insanes, super duper Glück. Bis jetzt hatte ich keins, und es wird sich wohl auch noch so halten. Wunderschönes Teil. Wir machen mal noch das hier auf, so. Was hier, oh, oh Gott, Leute. Höchst ambitiös. Und wie gesagt, die dritte Case gibt's dann für euch. Huch. Wer spielt mir da in meine Aufnahme rein? Wow, eine Desert Didi-Pad, die wird so viel wert sein. Wie gesagt, das Teilchen hier gibt es dann eben für euch. Da ist unter anderem so eine Desert Hydra dabei. Da bin ich natürlich gespannt, was ihr da rauszieht. Der Gewinner schreibt mir dann bitte auch, was er da rausgezogen hat. Das ist klar. Und jetzt gehen wir direkt Richtung Sticker und Autographs. Die Autographs. Ich hole uns mal von den Finalisten so ein Ding. Oh, Gottes Willen ist das laut. Dann holen wir uns hier noch von den... Moment. Ja, doch. So machen wir das. Hier holen wir uns noch eins. Und zu guter Letzt noch hier das Dingelchen. Sö. Achso, und natürlich noch die Champions. Autographs. Ist doch klar, Leute. So. Und ran an den Speckes. Ich fange einfach von hier rechts an und wir machen alle Stück für Stück auf. Komm, gönn. Vielleicht habe ich hier mehr Glück, man weiß es nicht. Aber wer meine, oh, der Hunter, ach Gott. Das ist ein guter Kerl. Wer meine, ja, Gambling-Videos kennt, der weiß, ich bin eher so ein bisschen keckig unterwegs. Also ich habe einfach nicht dieses Glück im Spiel. Es fehlt mir. Nicht komplett, manchmal ziehe ich schon mal was Cooles, aber insgesamt habe ich eher Pech bei der Öffnung solcher Geschichten. So, komm, gönn mir noch was Kleines, aber Feines bitte. Aha. Schade, das hätte doch was Schönes werden können. Und wisst ihr was? Das Ding hier, das hauen wir auch noch raus als Giveaway. Ich mache das jetzt noch auf. Und das andere übrige oder übrig gebliebene, das gibt es auch noch dann für euch. Na also, es geht doch, Allah. Ja, also es gibt dann das hier und das hier für euch in diesem Giveaway. Einfach eine Woche lang aktiv sein, das ist bei mir eigentlich immer so mit den Giveaways. Ich habe nicht diesen Scheiß mit Abonnieren und Daumen hoch und Dreck. Aber wenn ihr bei mir aktiv schaut, dann habe ich was davon. Gut, dann wäre es soweit gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier behilflich sein mit den Tokens. Ich meine, schlussendlich entscheidet ihr, wie ihr die einsetzt. Und wenn euch meine Tipps nicht gefallen, die habe ich übrigens von Sanse und Yakuza bekommen, dann könnt ihr natürlich auch andere Tipps von anderen Leuten
mit reinnehmen. Ne? Ich habe von vielen Tipps bekommen, aber extra für heute habe ich dann nochmal nachgefragt bei Sansa und Yakuza. Und ja, deswegen habe ich die beiden jetzt genannt. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Die sind dreimal die Woche, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Macht's gut, danke fürs Zusehen, danke für die Daumen und die Kommentare. Und wer möchte, kann ja abonnieren. Wer möchte? Also, abonnieren sollte man nur dann, wenn man mehr Videos sehen will. Sonst, also dafür ist es gedacht, dass man die wieder angezeigt bekommt. Wenn man das nicht möchte, wenn man jetzt nur eine Woche lang von sich aus aktiv sein will, dann ist das halt Quatsch. Haut rein, bis zum nächsten Mal, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.